Ich will mal ganz kurz das erklären. Rolli, Silo, ne? Ja, ja. Kennt er ja. Und wenn da ein Roboter kaputt geht, überlegen wir doch immer jedes Mal, wo ist der, verdammt und so weiter, ne? Ja, ja. Und Quincy ist beim Arbeiten, Rolli. Okay, ach so, aha. Ich bin heute im Silo gewesen, hab mir eine Skizze gemacht und werde da eine PowerPoint. Moment, ich muss niesen. Werde eine PowerPoint-Präsentation machen. Ich habe kein Taschentuch. Hat mal einer ein Taschentuch? Mhm. Ja, ist eins. Danke. Oh. Ich muss mir erstmal was holen. Augenblick mal. Ja, ja, mach mal. Was sagt er? Okay, Pizza for the whole Fallout Legends Team. Also, Maria macht Pizza fürs ganze Team. Oha. Perfekt. Sehr schön. Mit Spülen. Ja. Freund. Ich habe jetzt mal, für dich gesprochen, Küche. Eine schöne Pepperoni-Pizza. Ja, die braucht Erik jetzt hier, um mal so richtig, ne, die ganzen Viren wegzubrennen. Ja. Das war wieder die Zeit, Erik, wo ich meine Mütze wieder aufsetzen kann während des Streams. Du hast hier so richtig einen aufgesackt, ne? Ja. So, Erik hat sich auch nicht einen aufgesackt. Ja. Also, folgendes. Ich habe Rolli eben gerade eine Skizze gezeigt. Zeige ich hier auch mal, das ist nur eine Skizze. Ich verspreche euch, ich werde demnächst eine Skizze machen und eine Beschreibung machen in einem Video, PowerPoint-mäßig, wo man dran erkennen kann, welche Roboter defekt sind und wo man sie im Silo reparieren muss. So, dass man nicht immer erst überlegen muss, verdammt, der Telemetrieleiter ist kaputt, wo muss ich dann hin? Da gibt es dann einen Leitfaden, da ist dann praktisch... Zum Beispiel Telemetrieleiter ist Position 4, Rolli, und da muss man gucken hier unten. Ja. Dann gehst du also, wenn du oben auf dem Portal stehst, die Treppe runter, links rein und dann. Ja. Und dann weißt du, da ist der Telemetrieleiter. Ach so, ah, okay. Ja, cool, das ist gut. Der Startkontrollleiter, wenn der defekt ist, ja. Das ist der einzige. Und erste, vor allen Dingen, das ist der erste, der rauskommt und der einzige, der oben auf dem Portal draufsteht. Ach so. Und den muss man ja in dem Raum direkt vom Portal aus reparieren. Ach so. Der Antriebsleiter ist ganz hinten rechts. Ganz hinten durch. Hinten rechts. Ja. Ne? Der Lenkungsleiter, der ist zum Beispiel ganz hinten durch geradeaus. Da, wo man auch oben an der Ecke immer dieses Turret abschießen muss. Mhm. Wenn du oben auf dem Portal stehst, geradezu, da ist der Antriebsleiter. Okay. Der Lenkungsleiter. Ja. Und dann hast du den Zielsystemleiter. Das ist Portal runter, an der zweiten Tür vorbei und dann in dem offenen Raum. Gleich das erste Terminal links. Ne, wenn du vom Portal runtergehst. Ja, 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 ja. Und so eine Skizze. Ich mache eine Skizze. Ich habe auch Screenshots gemacht. Die werden dann auch so aufbloppen. Vielleicht mache ich sie sogar, mal gucken, so ein bisschen Art interaktiv. Ich lasse mir da mal was einfallen. Hau ich auf YouTube raus und werde ich auch für die Gruppe. Abschaltung steht kurz bevor. Ich glaube das aber nicht. Leute, wir wechseln mal ganz kurz den Server. Ach. Wenn draußen die Blumen sprießen, fängt der Quincy an zu niesen. Kleiner Ritter, das hat mir so gefehlt. Okay, we change the server, weil Bethesda shut down the server, okay, in 30 minutes. Also, we change the server, please. Bitte, danke. Danke, Quincy. Welt verlassen. Wie gesagt, das Summen kommt von Discord und ja... Das ist von Eriks Kamera, aber ich bin froh, dass er wieder on ist. Kirsche, stupst sie an. Kirsche, wir können privat gehen. Lass uns privat gehen. Ja? Hat sie recht. Die Freunde, die uns kennen, die kommen eh nach und wir sind eh bloß ein kleiner Haufen und dann haben wir nicht das Problem. Okay. Dann kommen wir schneller auf den Server. Wir wollen ja heute Masterbook! Yes, oh nein, the server is dying, genau.
Masterburg, greetings to Arizona. Hello. I'm very happy. Okay, ich mach privat. Okay. Ja. Buddy joined your channel. Hallihallo. Hi, Sally. Hallo. Ach, da wieder mit der Kamera drin. Ja, ja. The Serping is the camera by Eric's Discord, okay? Ein was? Serping. Hat die Kamera ein Mikro oder was? Ja. Dass es eine Kopplung gibt oder? Ja. Oder den Ton von der Kamera ausstellen. Hat er alles schon gemacht. So, okay. Erik, sag mal was. Okay. Good, we have a private server. Okay. So, dann haben wir jetzt die Teams, wenn Stali nachher reinkommt. Hallo Stali, grüß dich. Hallöchen. Also hallo. Ich mache jetzt mal einfach, hier kann ich jetzt ein Team aufmachen, weil wir haben ja jetzt hier keine Fremden drauf. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die den Server jetzt so schnell bereit machen hier. Also. Auf welchem privaten seid ihr? Auf meinem. Ach dann, das ist auch ein. Also haben so viele jetzt im privaten Hops. Die, da. So, ich habe unten immer noch das Event. Also wie gesagt, dann das nächste ist, hau ich jetzt gleich mal rein. Unten habe ich ja schon reingehauen. Hier, ich hau oben auch mal rein. Kirsche, das kannst du jetzt glaube ich sehen, ne? Was kann ich sehen? Ach, Kirsche. Warte, die Laufzeile. Farbe auswählen, was weiß was ich. Deckkraft, Farbverlauf. Oh, fehlt ein Buchstabe. Ja, habe ich gerade gesehen. Achso, okay. Auf der deutschen Geschichte, ne? Ne, oben. Na, oben ist Englisch. Ja, aber... Da fehlt doch kein Buchstabe. Vollordnend? Ja, das ist richtig. Echt jetzt? Ja. Oh ja, nee, das hätte ich nicht gedacht. Ne. Nee. Da fehlt nicht nur ein Buchstabe, der hat das Ganze komplett bescheuert gemacht. Da ist einmal komplett verstellt. Aber ich weiß, woran das liegt. Groß- und Kleinschreibung der Tasten, so. Aber das dürfte dann unten auch fehlen, Kirsche. Da ist, ja, fehlt auch. Ja. Ja. Und ist mir da gar nicht genommen. So aufgefallen. Fallout. Da war ich wieder zu schnell beim Schreiben. Sonst alles okay, Kirsche? Ja. Danke. Nein! Achso. Ja, ich dachte, du meinst mich auch. Entschuldigung. Nein, ach. Doch, ja, aber ich finde das gut. So, Farbe ist richtig. Haben wir eine Hintergrundfarbe, Kirsche? Kann ich eigentlich, darf ich blau nehmen als Hintergrundfarbe? Probier's doch aus. Vielleicht sieht es ja schick
aus. Das funktioniert gerade nicht. Und so. Hä? Also an deiner Stelle würde ich nicht blau nehmen, weil ich glaube, blau funktioniert nicht. Das sehe ich auch gerade. Okay. Ich blende das aber nachher wieder aus, ne? Ui. Das Q-Event. Ist das Q-Event. So, pass auf. Ich mache jetzt mein eigenes Q-Event. Alexander ist auch aufgekommen. Das hat geklappt. Wo ist der überhaupt? Der macht Q-Event. Ja, ich mache mein eigenes Q-Event. Weil ich will ja meine Kuh finden. Ich will ja kein, das habe ich nämlich schon gesagt. Ich habe Philipp das heute mal erklärt. Olli, du warst ja auch mit bei. Sorry, ich kann mich da nicht mehr entsinnen. Aber Kirsche weiß das. Du musst deine eigene Kuh finden da unten. Ja, ja, jeder Namen. Muss sein Event starten. Ne? Genau. Der Lumpensenkel ist schon da unten da. Ja. Stalis, ja, macht viel Spaß, Leute. Ich will meine eigene Kuh finden, weil ich nämlich meine Beute haben will. Und ihr müsst eure eigene auch finden im Übrigen, ne? Haben wir schon gestern gemacht. Ja, okay, ich sag bloß. Dann mache ich das alleine. Nee. Ich frage ja nur, wer mitkommen will, aber ich mach sonst alleine. Du musst noch deine Karawane beschützen, ne? Guck doch mal auf die Karte, dann weißt du's. Was? Karte? Ach da. Ach so. Ja. Ne? Okay. Na, Bent? Oh, Conny! Conny, wir sind auf dem privaten Server, weil du weißt ja Platzmangel. Platzmangel habt ihr. Conny, komm raus. Schön, dass du da bist. Ja, wir hatten kein Internet in Osnabrück. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist T-Terror! So, the chirping cricket ist Erik, ne? Ja, Kirsche, das kann jetzt wieder schief gehen heute, übrigens, ne? Mit dem Platz, meine ich, ne? So meine ich das, Kirsche. Weil wir auf dem Privaten sind, ne? Hey, wake up! Ich grad, Sie wurden Achso, jetzt. Ich grad, war grad. Dann noch kein. So ähnlich. Ach so. Ja, wenn wir jetzt noch mehr werden und das kann passieren. Ja, dann. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, einer fehlt noch und dann ist Rille. Dann müssen wir uns wieder entprivatisieren. Conny, ich freue mich, dass du da bist. Ja, das ist auch noch einen anderen Zweifel für alle wieder aufzukriegen, ne? Ja, das war ist echt langweilig. Mit Warteschlange und so. Also ja. Wir werden nachher wahrscheinlich nochmal einen Server suchen, damit alle mitmachen, wenn die hier reintüdeln. Das kann schon passieren, wenn Harry hier hochkommt, dann ist sowieso die Messe schon gelesen hier. Ja. Gut, ich bin jetzt hier ganz einsam und verlassen mit Kirsche. Hi Kirsche. Kirsche, ich muss hier Dinge tun und irgendwas durchsuchen. Und zwar habe ich hier. Warte mal, unten? Ja, sicherlich. Mhm. Ich komm. Ich muss nämlich hier gucken, Nebenquest, verbotenes Wissen, Stolpersteine wird das sein. Das sind die Stolpersteine. Die habe ich jetzt als. Wir machen die Kuh-Quest. Conny, hattest du das schon mal gemacht? Nein. Gut, wenn du auf dem Server, ne? Bitte dann und zu mir. Das wäre toll. Und da ist Conny. Conny, und dann gucken, ob du in irgendein Team reinkommst, ne? Ja, bin ich. Ach schon, ja. Ja, Conny ist bei uns mit drin. So, sehr gut. So, und wir müssen hier, Kirsche, die ganzen. Au, Hilfe, die ganzen Stolpersteine alle finden. Yeah. Ja. Dann werden wir mal gucken. Und ich muss vor allen Dingen meine eigene Kuh finden. Ja. Weil es geht ja nicht darum, dass du kannst den anderen helfen, aber ich will ja meine eigene Kuh finden.
Bist du wieder von Yogi-Bärchen angegriffen? Ja. Nein, nein, Supertanken. Supertanken. Ja, Supertanken. Okay. Töte Insekten. Na Kirsche, ich gehe jetzt hier bloß zum. Irgendwelche Leuchtfackeln muss ich hier finden. Hä? Warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken. Seid ihr denn auch hier? Ja. Wir sind, wir helfen mal gerade Alexander Lumpi. Also ganz kurz, Rolli, ich bin jetzt nicht bei irgendeinem fremden Event, sondern ich will ja mein eigenes Event starten mit euch eigentlich. Das war mein Ansinn, darum habe ich das mit der Kuh gemacht. Ich bin mit Kirsche gerade unterwegs. Und ja, überhaupt, ich bin gerade, Thorsten, ich bin gerade. Nee, ich weiß, die Kirsche ist da oben und ich werde gerade mit Kirsche. Ich kann ja bei deinem Event mitmachen. Ja, ja, das meine ich nicht. Ich wollte es dir bloß erklären, ne? So läuft das. Ja, ja. Ich will das bloß alleine machen. Okay. Ja, ja, definitiv. Musst du ja. Wir können ja. Das hatte ich ja vorgehabt. Ich habe das alle angegriffen. Ja, ja. Die greifen mich gerade. Deswegen, ja, ich habe gedacht, dann kämpfen, so wollte ich, weißt du? Du bist genau da richtig, wenn du da hingehst. Genau, da ist Rudi. Jetzt sehe ich euch. Jetzt so, genau, das, darum geht es mir jetzt. Ja. Ne? Weil ich renne da nicht und dackel da jetzt hinterher, sondern ich will, dass es das eigene suchen. Nein, das ist das können wir immer noch machen. Das kann man am zweiten Tag noch machen, aber einmal muss ich es ja selber machen. Ne? Natürlich, ist ja richtig. Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe hier nicht ein paar schöne Fleischsäcke. Oh. Wir sind im Prinzip jetzt nur da, um nachher dir zu helfen, deine Kuh so ein bisschen genau zu schützen. Genau. Wie gesagt, wenn ich das nachher, also beim dritten Mal, dann kann man nachher überall mitmachen. Aber ich würde es ja wenigstens einfach zeigen. Ne? Das ist das. Ist richtig. Nee, weil das andere gut war ja genau auf English for Runaways, ne? Ja. Nee, alles gut, alles gut. Ach, Conny, hattest du das noch mitgekriegt, dass wir hier im Chat jetzt regelmäßig immer einen Zuschauer aus Arizona haben? Nee, nein. Doch, und das ist der. Wenn du raufguckst, da ist ja der Masterbook, Conny. Okay. Wenn du den siehst im Chat, wenn du dann mal zurückblätterst. Ja. Das Holoband habe ich gefunden. Und zwar ist das Lukes Holoband. Das nehme ich jetzt an mich. Nee, Conny, bloß mal für dich zu erklären. Hallo. Geht los. Ach ja, stimmt. Ja. Oh, guck mal, Conny. Bitte bring es guck mal hier auf Mali, diese Liege hier, guck mal. Oh, ein Bärchen. Unten im Nationalpark. Oh, so eine geschnappt. Liege, jawohl. Mali. Falls du das sehr hörst. Schön. Sorry, ich hab's vermasselt. Ich dachte, so, wir nehmen eine Abkürzung. Was, wer winkt denn hier? Wer hat sich geschnappt? Ja, ich hab das Holoband schon. Ich hör's mir gerade so an, Kirsche. Du bist doch unsichtbar. Ach nee, Kirsche ist das. Achso, Kirsche ist ja unsichtbar. Uiuiuiui. Sieht schlecht aus. Marley, falls ich es dir später man kann ja durch dich durchgucken. Erik, das ist meine Fleischsäcke. Ist ihr Sack. Kann man da was drin finden in dem Fleisch? Okay, so, jetzt habe ich das Holoband gefunden. Ihr wisst ja, wir haben das auf dem PTS schon mal gemacht. Und jetzt hole die Fracht von den Brahminen zurück. Jetzt habe ich den nächsten Marker, liebe Freunde. Dem gehe ich jetzt auch nach. Wir machen das nochmal. Das ist heute alles bloß halt für mich. Und zwar ist hier, ihr seht hier schon das doppelköpfige Brahmin hier auf dem Grill hier oben drauf. Und hier ist die Blue Ridge Fracht drauf. Und die muss ich halt, Brahminfleisch kann ich gleich mitnehmen. Kann ich mir leckere Rippchen draus machen. Bringe die Fracht zum Meilenstein, zum Milestone Zero. Und so heißt dieses nämlich hier. Milestone Zero. Und da müssen wir sie zurückbringen. Und dann hast du jetzt hier einen Marker, also nicht von Markere, der guter Freund von mir übrigens auch, sondern Marker. Und in die Richtung muss ich gehen. Also so sagt mir das hier jetzt halt mein Kompass unten, den ich hier unten habe. Gut. Ja, Conny, jetzt müsste das bei ihm so roundabout so 11 Uhr sein. Hat er uns letztens geschrieben da. Er trinkt Kaffee gemütlich, während sie hier alles so ein Armbrust gegessen haben. Ja, Marley, jetzt habe ich meine 5 und 6 gekillt. Juhu! 2 von täglichen 6 Challenges habe ich abgeschlossen. Gut! Ja, Erik sieht fertig aus, Conny. Erik ist uns heute unser krankes Hülken tatsächlich. Oh je. Ja, ja. Seit gestern Abend. Also ich habe das heute ja erst mitgemacht. Aber ne, da unten, wo Erik ist, da scheine ich hin zu müssen. Erik hat die Rüsselseuche erwischt. Bringe die Fracht zum Milestone Zero. Das ist genau da unten. Wir sind da, also ist das die richtige Richtung. Gut, das wollte ich nämlich wissen.
Das können wir ja nochmal machen. Ich wollte hier bloß meine erste Geschichte hier. Was, eine WhatsApp-Nachricht hat es hier auch noch gegeben? Wer schreibt denn? Erik schreibt. Da, die, da, 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 die, da. Was ist denn das für eine Waffe? Ach, das Ding ist das. Hast du dir das jetzt selbst gemacht oder wie? Reich gekommen. Okay. Was hier bei dem Event hier oder was? Bei einem Roboter-Event, ja. Beim Roboter-Event. Ich hab uns dieses Zimmer Expo gemacht. Okay. Falsche Richtung. Ja, ich was? Weil die Tür ist ja auf der rechten Seite hier. Noch gut. Hier liegt auch einer. Verdammt. Auch draußen ist schon wieder das Martinshorn zu hören, das Verrückte. Was? So, wir müssen jetzt ein Ende zu Fuß rennen. Mal ganz kurz. Und wie ihr das ja schon wisst, haben wir das ja auf dem PTS schon mal gespielt. Wir müssen ja so eine Rede machen. Oh, guck mal, Rolli-Hai. Ihr seid ja so fix, da kommt ja keiner hinterher. Ihr habt ja die kleinen Muckschuhe an, glaube ich. Du sollst doch nicht in so einem trüben Wasser fischen. Nie, na. Und ich gehe auch noch hinterher. Guck mal hier, manchmal sind hier nämlich Dinge. Hier ist nämlich ein ertrunkener Angler, Rolli. Kein Witz. Ja, hier ist ja auch ein Schild, wo Fische. Warte mal. Ach, ich wollte hier. Gleich habe ich mir eine Krankheit angefangen. Danke. Rolli, wenn du einmal auf Springen drückst, passiert gar nichts. Dann vergeht eine Zeit und dann fliegt er in den Himmel. Ach so? Oh. Ja. Ich wollte einen Screenshot machen von dem Angler hier unter Wasser. Ja. Nee, aber das sieht schon so. Nee. Nee. Weil ich suche ja immer nach solchen Gimmicks hier, die Entwickler hier mit einbauen, weißt du? Mhm. Ich habe heute meine Strahlenschutzfahne vergessen. Weißt du, da kann ich denn nicht so, ne? Weil ohne Strahlenschutzbadehose kann ich da nicht reingehen. Ne, das ist richtig. Ja. Angriff. Die wird gewonnen, Hirsche. Hirsch. Die Hirsch. Hirsch. Was? Lumpi hat eine. Meine Kuh. Die Lumpiku. Ich muss jetzt mal ein bisschen was wegpacken hier. Soll ich das immer wieder machen oder habe jetzt immer meine Kuh oder? Nö. Du kannst immer deine Kuh finden. Du kannst anderen helfen, aber du kannst auch immer zu deine Sachen machen, wenn das Event da unten aufploppt. Hirschfleisch suchen, wie hier finden wir das?
Ja, aber meinst du, dass die immer hier sind dann? Immer. Immer. Okay. Also anders gesagt, immer. Immer. Ich hab gedacht, das sind zwei Hirsche, aber das war bloß ein Doppelkopfhirsch. Kennst du Doppelkopf? Ein Hirsch, der Doppelkopf spielt? Ja, genau der. Den kenne ich, ja, ja. Dann ist gut. War einfach so eine Frage. Tony, kennst du Doppelkopf? Ja, aber ich kann es nicht spielen. Ah. Ist der Bruder von dem Hirsch, der Romy spielt, oder? Ja, genau. Ich habe das so gern gespielt und das kann keiner. Ja. Keiner kann Doppelkopf, ne? Also ich kann es, also ich kenne es von Oma und Opa, aber ich kenne hier bei uns keinen, der es spielen kann. Guck, und ich bin ein Romy-Fan. Gibt doch immer ja, gut, das kann ich auch. Romy kann ich auch spielen, aber nur weil ich spielen musste. Ja, aber da sind immer die Regeln so unterschiedlich, ne? Von Region zu Region. Ja, mal mit 30 auslegen, mal mit 40 auslegen und mal ganz mit, genau. Mal das nicht. Naja. Das ist eine Glaubensfrage. Mein Vater wollte ja bloß noch unsere mathematischen Kenntnisse testen. Ja, genau. Genau. So sieht's aus. Weil Maria ist heute nicht da. Hast du schon Werbung? Nein. Oder? Doch. Hab ich. Sehr schön. Diesmal ja. Aber Dankeschön. Nee, vielen, vielen Dank. Alles cool. Ich wollte keinen Anschluss kriegen heute, wa? Olli? Du wolltest ja nicht. Ich glaube, Italiener können mit Ananas auf Pizza nichts anfangen. Sie hat jetzt gerade geschrieben, es gibt Mozzarella da drauf. Maria hat hier gerade... Oh, Maria! Wow! Oh, lecker! Sie hat gerade das gepostet. Das ist ja lecker. Da läuft wieder Wasser in den Mund zusammen. Lecker! It's very, very nice. Wow! Give me a little bit. Nur selbst essen macht fett. Genau. Oh, with Mozzarella, oh, yellow and red cherry tomatoes, Käse, Anchovies, oh. Oh, wow, Maria, Maria, nice. Oh, da, da, lecker, lecker, was hat sie geschrieben? Ja, genau, hat sie per WhatsApp auch nochmal geschickt. Thank you so much, Maria. Nein, ich habe sie doch darum gebeten, mir ein Stück zu schicken, weißt du? Hat sie mir ein Stück geschickt. Zwar und das Bild, hat geklappt. Das hat geklappt. Natürlich hat das geklappt. Deswegen, ich bin satt. Ach, Olli, ich bin sowas hast von satt. Hast du jetzt Ecke aus deinem Handy abgebissen oder ja. Was? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich könnte Pizza essen. Ey. Pizza, 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 Pizza.